Guten Tag zusammen, seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warm-Upper Podcast. Ich begrüße ganz herzlich bei mir Lukas und Thorsten, schön, dass ihr da seid. Guten Tag. Hallo zusammen. Jo, am vergangenen Wochenende war viel los. Es war FIBO, um ehrlich zu sein, nicht nur am Wochenende, sondern von Donnerstag bis Sonntag. Jetzt für unsere Hörer, die vielleicht nicht so viel damit anfangen können, Thorsten, was ist denn die FIBO überhaupt? Na, die FIBO ist die mittlerweile weltweit größte Fitness- und Gesundheitsmesse. Und das in Deutschland. Und das in Deutschland, jawohl. Also in Deutschland ist halt auch dieser Fitness- und Gesundheitsmarkt sehr präsent. Geht über 4 Tage, findet momentan in Köln statt. Von der Geschichte her ist es so, dass es schon seit 1985, da gab es 2 Initiatoren, da haben die erste Messe gegründet, damals übrigens mit 69 Ausstellern und ungefähr 10.000 Besucher. Das war auch schon in Köln, dann ist sie mal nach Essen gewandert von 91 bis 2012 und dann wieder zurück nach Köln, füllt mittlerweile 10 Messehallen. Und hatte dieses Jahr sage und schreibe 130.000 Besucher und knapp über 1.000 Aussteller. Also wirklich ein Riesenevent. Und ja, das ist so unsere Weltmeisterschaft, wenn man jetzt mal im Fußball oder im Ballsportjargon spricht. Das ist so der wichtigste Termin im Jahr. Und da bekommt man sehr viele Trends mit im Fitness- und Gesundheitsbereich und trifft sich, netzwerkt und schaut sich mal alles an, wie die Innovationen so aussehen. Also ist vielleicht auch extrem interessant für Leute, die jetzt nicht aus der Branche kommen oder die sich allgemein für Fitness oder Gesundheit vielleicht nur so interessieren. Also ist jetzt nicht nur für Leute, die in dem Beruf quasi arbeiten oder ja, in der Branche, sondern das sind auch ganz viele Besucher, die halt einfach gerne ins Fitnessstudio gehen oder ähnliches. Und es ist wirklich, also mal angenommen, man interessiert sich gar nicht für die Themen, die dort ausgestellt werden, dann lohnt es sich trotzdem hinzugehen. Wenn man einfach gerne Menschen beobachtet. Also setzt euch in die Mitte von so einer Halle irgendwo an die Wand. Halle 10, ganz richtig. Und dann holt euch einen Kaffee oder sonst was, nehmt euch ein Picknick mit und dann wird euch da nicht langweilig werden den Tag über, verspreche ich euch. Ja, wie war es denn von der Aufteilung? Ich glaube, irgendwie Donnerstag und Freitag sind so Ausstellertage und Fachpublikum. Samstag, ja, genau. Also da darf man als Normalo nicht hingehen. Und dann Samstag, Sonntag sind die Besuchertage, richtig? Jawohl. Warst du schon mal an beiden Tagen, also warst du schon mal in den Fachtagen da und in den Besuchertagen und konntest da so einen Unterschied feststellen? Ja, also das war jetzt mittlerweile mal, ich habe es mir vorher überlegt, weil es gab ja eine Corona-Pause, auch was die Messe anging. Ich glaube, das war die 9. oder 10. FIBO für mich persönlich jetzt. Und wir sind eigentlich immer zu den Fachtagen da, wobei man schon sagen muss, auch die Fachtage, da laufen auch viele rum, die irgendwie über ihr Fitnessstudio an Karten gekommen sind durch einen Mitarbeiter oder Chef oder sowas. Also da ist schon ein bisschen gemischt. Aber wir hatten auch schon Wochenenden dort verbracht, wo wir auch mal 2 Tage da waren. Und ist natürlich ein Riesenunterschied. Also an den Fachtagen sind vor allem die Messehallen gut besucht, wo die Geräteaussteller und Konzeptaussteller drinnen sind. Und an den anderen letzten 2 Tagen, da ist vor allem diese Halle 10, wo man dann auch gerne, wir nennen die intern Wilhelma, das heben wir uns immer bis zum Schluss auf, da ist Bodybuilding, Supplements, Fashion, alles, was gerade total in ist. Also kommt vorbei, da könnt ihr mit Thorsten und Achim dann Bilder machen. Aber Achtung, berücksichtigt, wahrscheinlich müsst ihr auch 2 Stunden anstehen. Ja, genau. Nils und ich hatten es verbunden, unseren FIBO-Besuch. Wir waren die Woche jetzt von Montag bis Mittwoch sowieso in Köln an der Hochschule und sind dann einfach schon einen Tag früher angereist. Lukas, du warst schon mit dabei. Was ist dir noch im Kopf geblieben? Was war so für dich so das Highlight der FIBO am Sonntag? Also erstmal, wenn man aus der Branche kommt, ist es natürlich extrem interessant, wenn man die ganzen Gerätehersteller sieht, was die für neue Geräte auf dem Markt haben, beziehungsweise ja, wenn man da einfach so ein bisschen vergleichen kann, was man selber im Studio hat, was es noch so Cooles gibt. Und
Was mir aufgefallen ist und im Kopf geblieben ist, sind, dass es viele asiatische Hersteller gab, die von den Geräten her so auf den ersten Blick dachte man so, ja okay, sind halt Geräte, wie es in anderen Studios auch gibt. Dann auf den zweiten Blick sah es vielleicht schon so, die Farben waren teilweise so arg grell und sah vielleicht nicht ganz so hochwertig verarbeitet aus. Und das Coolste, aber das ist eigentlich gar nicht das, worauf ich raus wollte, das Coolste fand ich, es gab kleinere asiatische Stände, die waren wirklich von der Fläche nicht groß, da wurde dann so Equipment verkauft, also so Griffe für einen Seilzug oder ähnliches, Terrabänder, irgendwelche Rollen. Und die Aussteller dort, die haben wirklich überhaupt gar keine Anstalten gemacht, irgendwas zu verkaufen. Also die sitzen an ihrem 5 Quadratmeter großen Stand, an ihrem Klapptisch mit ihrem Klappstuhl und essen und gucken in ihr Handy rein. Also wirklich überhaupt kein Bedürfnis gehabt da. Es ist echt lustig, es ist genau das Gleiche, was ich wahrgenommen habe oder wir. Also ich war mit Achim dort und wir sind ja schon ein paar Mal da gewesen. Deswegen ist es auch interessant, weil ihr drei Jungs, ihr wart ja jetzt an so einem, war das auch ein Fachtag? Nee, das war schon ein Besuchertag. Sonntag. Und wir zwei an einem Fachtag, dass man da so ein bisschen die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten jetzt auch heraushört. Und diese asiatischen Stände, also gefühlt sitzen die am Handy, schauen in den, also jetzt bin ich mal böse, schauen in diesen 4 Tagen mal nach, was technisch möglich ist. Und sind auch oftmals in der nächsten FIBO nicht mehr zu sehen. Dafür aber andere Stände aus dem asiatischen Bereich. Also wer dabei Böses denkt, also ich meine, der chinesische oder der asiatische Markt ist ja riesig. Ja, ist so langsam. Also sie bauen nicht nur neue Flughäfen zum Reisen, die wollen nicht nur Urlaub machen, sondern kommen jetzt dann auch wirklich in großer Anzahl auf den Gedanken, gesünder zu leben, fitter zu sein. Deswegen ist es dort natürlich ein riesiger, wachsender Markt und ich glaube, allein aus Interesse ist es schon interessant für die. Aber ja, es ist ein bisschen kurios, du läufst vorbei und die signalisieren dir, red bitte nicht mit mir, sondern lauf weiter. Und dagegen gibt es dann andere Stände, wie von eChim zum Beispiel. Also eChim hatte gefühlt eine halbe Halle. Ja. Die hatten eine Riesenfläche, hatten, glaube ich, jedes Gerät dort stehen, was sie in ihrem mehrfach Arsenal haben. Genau. Und das fand ich dann auch ganz interessant, wenn man mit den Mitarbeitern sprechen kann. Dort mal sieht man mehrere Mitarbeiter von denen, kann man auch mal Rückmeldungen geben, so was uns jetzt vielleicht noch gerätetechnisch aufgefallen ist, was wo man noch verbessern könnte oder was vielleicht auch jetzt euch Mitgliedern auffällt, was wir so über die Jahre aufgenommen haben, kann man dann auch an die Mitarbeiter dort nochmal weitergeben. Oder Harvest Republic, also unser Shake-Anbieter, hatte einen riesen Stand, sah auch richtig cool aus. Ja. Also das steht dann so den diesen asiatischen Ständen da gegenüber, das ist echt krass, was die da aufbauen, was das kosten muss, finde ich auch. Man sieht natürlich in den Hallen anhand der Größe und der ganzen Mitarbeiter und also Größe des Messestandes auch so ein bisschen die Platzhirsche in den jeweiligen Bereichen. Ja. Also Harvest Republic ganz groß, Milon, das ist ja eigentlich der erste elektronische Gerätehersteller, für den wir uns entschieden haben damals, Anfang der 2000er. Und wir sind ja dann gewechselt zu eGym und die haben wirklich mit Abstand den größten Stand gehabt. Ich glaube 900 Quadratmeter, zweistöckig zum Teil und ich glaube um die 100 Mitarbeiter, die da rumgewuselt sind. Ja, also an diesen Fachtagen, wir haben kaum eine freie Stelle gefunden. Also es ist wie so ein volles Freibad, so eine Liegewiese, wo du nicht weißt, wo das Handtuch hin muss. Im Umkehrschluss haben die uns natürlich auch gesagt, an den Fachtagen, super, die Branche boomt wieder. Ist ja immer ein bisschen in Sorge nach diesen Corona-Jahren. Die Unternehmen investieren wieder. Es werden auch unsere Mitglieder erleben dieses Jahr. Gibt es ja auch einige Neuigkeiten, die wir auf dem Plan haben und die wir euch mitteilen werden. Und das deckt sich dann so ein bisschen. Aber ist monströs, wirklich. Ich will gar nicht wissen, was es kostet. Nee, also es muss echt. Ich glaube, gerade für die großen Aussteller, gell? Ist aber, glaube ich, ich habe letztes Jahr mich mit einem unterhalten, gerade von eChim, der hat dann gesagt, ja, so Samstag und Sonntag ist eigentlich super entspannt für die, weil von den Besuchern, also die haben ihren Stand ja dieses Jahr so aufgebaut gehabt, du bist da im Prinzip ohne Mitarbeiter gar nicht reingekommen. Ja, stimmt, war ein Türsteher da. Stand, ja. Also die hatten das quasi richtig abgesperrt und letztes Jahr war dann die Aussage, ja, eigentlich sind nur die Fachtage, übertrieben gesagt, für uns interessant, weil da dann halt wirklich die Unternehmer da sind, die vielleicht wirklich auch sich ernsthaft überlegen, da dann Geräte von eChim zu kaufen. Ja, man muss ja sagen, gerade an den Besuchertagen, also es gibt wirklich, hat man auch häufig gesehen, es gibt Besucher, die gehen auf die FIBO, um zu trainieren.
Ja. Also die probieren da halt an jedem Stand irgendwelche Geräte aus und machen da ihr eigenes Training. Ziehen sich auch vorher den Pulli aus, genau, und haben dann zufälligerweise auch ein total eng anliegendes T-Shirt, ja, an. Und also dafür, darum geht es ja bei eChem gar nicht. Also nee. Ich glaube, die Zielgruppe bei eChem ist klar, das ist für Studios oder Anbieter halt, aber da geht es jetzt nicht darum, dass irgendwelche Besucher, die gern Fitness machen, dass die Geräte ausprobieren. Ja, definitiv. Also man muss auch sagen, also so diese, gerade diese elektronischen Geräte, die sind ja auch nicht günstig. Also ich denke, das darf man hier mal in den Raum werfen, aber wer bei eGym eins von diesen Geräten kauft, muss auf jeden Fall mal fünfstellig rechnen. Und dann zwischen 10, 13 ist da alles dabei. Also ja, da ist dann auch wirklich dieses Fachpublikum. Wenn da mal einer sagt, komm, ich nehme einen Zirkel mit aus 10 Geräten, ja, das lohnt sich dann. Ne? Aber ist euch bei eGym auch gezeigt worden, diese neue Software, also die Genius. Die Genius, genau, die KI-integrierte Software. Ja, wurde auch gezeigt. Ja. Ich durfte es. Dann ganz spannend, ihr seid ja Trainer auf der Fläche. Was haltet ihr von KI in der Form? Ich finde es. Erzählt mal kurz, was die KI überhaupt macht. Was sie kann. Ja, gut, also es geht im Prinzip darum, wir haben ein ganz normales Onboarding, wird also Sehkammessung, kurzer Scan von der Körpergröße und so weiter. Und dann kann vom Studio aus angegeben werden, welche Geräte hat man und so weiter. Im Prinzip führt die KI dazu, dass die einen komplett eigenen Trainingsplan erstellt. Aber da sind dann eGym-Geräte und freie Geräte oder sag ich mal, alle Geräte, die man im Studio, genau, halt zur Verfügung hat, sind dann, ja, mit in den Trainingsplan integriert. Und abhängig davon, was man halt angibt, also was man trainieren möchte, wie oft man trainieren möchte, wie lange man für eine Trainingseinheit braucht, wo man einen Schwerpunkt draufsetzen wollen würde. Und da wird dann, also ich dachte, ich habe nicht damit gerechnet, ich wusste ja schon, dass das im Kommen ist, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das so gut ist auf den ersten Blick. Mhm. Also da wurde schon dann richtig viel gedacht und zum ersten Moment kann man jetzt als Trainer natürlich denken, darauf zielt es von Thorsten wahrscheinlich auch ab, da übernimmt ja eine KI unsere Arbeit. Mhm. Und habt ihr Sorge, dass wir euch in zwei Jahren auf den Mond schicken? Also weil KI alles übernimmt, übrigens dann auch meine Arbeit, ja, wahrscheinlich noch vorher. Das war spannend, weil gerade in der Präsenzphase ging es jetzt auch darum, der Dozent hat mehrmals betont, so war auch sein Einstieg, dass die KI halt immer mehr im Kommen ist. Und ich meine, wir Trainer, wir müssen uns halt, dadurch heben wir uns ja deutlich von der KI ab, dass wir, sag ich mal, Emotionen wahrnehmen können und so weiter. Also dann dieses zwischenmenschliche Beziehung und so weiter, das wird dann alles ja viel interessanter. Ich meine, klar, eine Übung sich überlegen, wenn wir jemandem eine Übung geben, dann erfinden wir das Rad auch nicht neu. Die Übung wurde ja schon erfunden. Wir müssen es ja nur noch zusammenstellen. Und ich finde da aber dann trotzdem auch die Herausforderung drin zu sehen, halt sich auf die Sachen zu konzentrieren als Trainer, was dir eine KI eben nicht bieten kann, finde ich schon extrem spannend. Ich mache mir, um ehrlich zu sein, keine Sorgen um meinen Job. Ich auch nicht, da geht es ja auch dann drum so Sachen wie, nur weil jetzt jemand einen Trainingsplan bekommt, der perfekt auf ihn zugeschnitten ist, was übrigens auch nichts Neues ist. Also das gibt es schon jahrelang. Man kann sich auf sämtlichen Internetseiten sehr individuelle Trainingspläne zusammenstellen und auch Apps gibt es dafür. Also das ist absolut nichts Neues. Heißt ja aber nicht, dass derjenige, der dann einen fertigen Trainingsplan bekommt, alles richtig ausführt. Da stehen dann klar noch irgendwelche Bewegungsbeschreibungen drin oder so. Aber wie du halt schon sagst, wenn du das von einem 1:1 nochmal erklärt und gezeigt bekommst oder du auch nochmal korrigiert wirst, worin ja auch unsere Arbeit, ein großer Teil unserer Arbeit besteht, macht das, glaube ich, schon einen Unterschied. Also wir sind ja nicht nur dazu da, einen Plan zu schreiben, weil jemand, der sich einigermaßen damit auseinandersetzt, kriegt das wahrscheinlich sogar schon selber hin. Ja, und es wird halt, glaube ich, so der, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, der ätzende Teil vom Job abgenommen, wo es dann darum geht, dass wir alles aufschreiben müssen, die Einstellung muss ganz genau und das halt alles schon übernommen wird, entspannt für uns, aber der Rest, der bleibt ja trotzdem bestehen, finde ich. Denke ich auch, also ich finde es gut, wie ihr darüber denkt, weil das deckt sich auch mit dem, wie ich darüber denke persönlich. Also, na gut, das heißt, wir behalten unsere Jobs. Ist die Probezeit, die ist ja eh schon rum, oder? Ja, stimmt. Nee, also ist ja wirklich so. Also so wie es schon sagt, also es gibt eine Arbeit, also die kann entlasten.
gibt uns aber dann die Möglichkeit, gerade in der Betreuung oder auch in hochintensiveren Geschichten dann zu zeigen, was wir können. Und wir können ja viel mehr als auch in Anführungsstrichen nur einen Plan runterschreiben. Aber es ist ein cooles Tool, wird sehr spannend werden, wird uns sicherlich eine Hilfe sein. Für den gesamten Markt im Fitnessbereich ist es meiner Meinung nach interessant. Discounter werden sich auch drauf werfen, weil die haben ja zum Teil gar keine Trainer. Dann gibt es zumindest noch einen Trainingsplan oder sowas, aber das ist an der anderen Ende der Palette. Also wir finden uns da im hochintensiven betreuten Bereich und da muss man sich keine Sorgen machen. Im Gegenteil, wird spannend. Also wir wissen auch noch nicht genau, wie das aussieht. Ich habe da auch so einen kleinen Testlauf bekommen, fand ich aber mega spannend. Ja, ansonsten, ich weiß jetzt nicht, Thorsten, inwieweit können wir da so ein bisschen auch, wie nennt man es, Katze aus dem Sack lassen? Teasern. Ja, Teasern. Oh. Also wir waren ja da und haben uns wirklich auch gezielt, sage ich jetzt mal, ein, zwei Stände dann nochmal angeschaut. Damit haben wir genug geteasert. Ich glaube, ja. Ich glaube, damit muss es auch belassen. Okay, also mit gezielt meinte, dass wir natürlich im Team selber und auch in den Hintergründen an die Veränderungen in 2024 schon länger dran sind. Und naja, lasst euch überraschen. Also wir werden das ein oder andere noch verändern im Studio. Also nicht wundern, wenn dann irgendwann mal so Mitte des Jahres ein Roboter euch grüßt, genau, der euch die Trainingspläne schreibt, das ist so, richtig, was die Veränderungen sind. Ja, hey, apropos Roboter, jetzt mal wirklich ohne Scheiß. Es gibt ja auch so ein, zwei Hallen, da ist viel Therapie drin. Also es ist ja eine Fitness- und Gesundheitsmesse und der Gesundheitsmarkt ist ja da auch immer am immer größer werden. Und da waren zwei Anbieter, die unabhängig voneinander original so einen Roboter, den es bei der Fertigung von Autos auch gibt, ja, habt ihr jetzt wahrscheinlich alle im Bild im Kopf, war über so einer Behandlungsliege und da lag da jemand und der Roboter hat dann den Körper abgescannt und massiert. Boah, da bin ich total erschrocken. Also da weiß ich wirklich, also ganz ehrlich, da wäre ich nicht freiwillig drunter gelegen. Also das ist ja völlig wild. Aber vielleicht ist so ein Trend, das kann ich mir jetzt auch noch erinnern, von letztes Jahr gab es irgendwie so ein Skelett, also so ein, wisst ihr, so ein Roboter-Skelett, was man sich dann anzieht und dann plötzlich muss das Knie ein bisschen mehr arbeiten beim ganz normalen Gehen und so weiter. Habe ich dies Jahr nicht mehr gesehen. Ja. Vielleicht sind ja solche Roboter dann genau dasselbe. Da ploppen wahrscheinlich teilweise Dinge auf und wenn die dann an genau der Messe merken, okay, da interessiert sich kein Schwein dafür, dann wird das wahrscheinlich auch schnell wieder eingestampft. Also ich fand es auch, also bin mir sicher, dass sich sowas nicht durchsetzt. Also nicht in Deutschland, weil in der Physiotherapie macht es ja gar keinen Sinn. Es ist ja so viel mehr als die zwei Hände ohne Feingefühl, die da irgendwo einbearbeiten, das ist ja vielleicht 1% der Physiotherapie. Der Rest kann wirklich nur ein Mensch. Ja, ich finde eben unsere Branche, also vor allem jetzt die Fitnessbranche oder Studios, sind ja Dienstleistungsbereich. Also ein Dienstleistungsbereich, finde ich, lebt ja schon ein Stück weit aus der Mensch-zu-Mensch- Situation einfach, oder auch die Physiotherapie, da hat man eine persönliche Bindung zu seinem Therapeuten. Ja. Und deswegen glaube ich, es gibt Chancen von KI, aber es gibt da mit Sicherheit auch Grenzen, die wir dann auch selber bestimmen. Ja, zumindest sind unsere Bereiche und die Physiotherapie im Speziellen einer, der wirklich ganz, ganz hinten auf der Liste steht, wenn es darum geht, dass irgendeine Technik, also jetzt nicht nur hilft, das wird sicherlich vorher geben, aber irgendwas da ersetzt. Ja. Bei weitem. Aber ich war trotzdem ein bisschen erstaunt, als ich da vorbeilief und sich da einer vom Roboter hat massieren lassen. Ja, aber schon spannend. Ich finde vor allem auch, wenn man wirklich noch nie da war, ich meine, du hast es jetzt vorher so gesagt, Thorsten, ja, das ist ganz normal, da sind ja irgendwie so 10 Hallen. Ich finde auf Social Media und so weiter, da geht es ja dann gerade um die Wilhelmer Halle, ja, da wird ja immer so kommuniziert, da ist eigentlich, dass es da nur so eine Halle gibt oder Gefühl so, also da ist die FIBO übel viel. Ja. Und das stimmt halt einfach nicht. Und ich war letztes Mal, weiß ich noch ganz genau, so überwältigt, wie viele Aussteller eigentlich da sind. Ja. Also es gibt, wie viele Hallen gibt es? Zehn Hallen. Ja, genau. Und aber die 10 ist, glaube ich, 10.1, dann gibt es noch 10.2. Ja. Also gerade so diese FIBO, die man so von Social Media kennt, das heißt mit den ganzen Influencern und Bodybuildern. Also ich war das erste Mal auf der FIBO und wir sind, glaube ich, wie lange waren wir insgesamt dort? So 6,5, 7 Stunden, meine ich. Ja. Es war alles okay und dann waren wir insgesamt, glaube ich, wenn es hochkommt, eine Stunde in den Influencer. So lange?
Wahrscheinlich nicht mal. Nee. Ich war brotfertig danach. Also wirklich, man macht sich kein Bild, ja, es wie ist es da drin zugeht. Echt, also finde ich wirklich, wie laut da alles ist. Weißt, die Leute schreien rum, die Musik. Es ist eine Reizüberflutung. Betteln wirklich. Sich, wer da lauter die Musik. Also echt. Aber es ist wirklich lustig und auch ein bisschen schizophren, weil zum einen, gerade auch in diesen Nachberichten und die FIBO-Organisatoren selber haben jetzt auch danach gesagt, der Markt erweitert sich vor allem in dem Bereich, wo jetzt so ein langes, gesundes Leben im Vordergrund steht. Also auch, sage ich jetzt mal, für die Generation 50 plus oder sowas. Aber wenn man jetzt in dieser Halle 10 steht oder sowas, ist natürlich auch immer ganz klar, die jungen Leute werden auch immer im Fokus sein, wenn man jetzt diesen Fitnessmarkt komplett sieht. Aber dennoch ist es so, dass insgesamt die Zahlen ja auch laut den Eckdaten wieder steigen. Also ich glaube, wir haben jetzt schon wieder 11,6 Millionen Mitglieder in Deutschland in Fitnessstudios und auch europaweit steigt das Ganze. Da sind es knappe 70 Millionen Fitnessstudio-Mitglieder und vor allem dieser Bereich 50 plus, der steigt. Na, jetzt kommen wir bald oder sind schon dabei, die Babyboomer in dem Alter zu kommen, wo sie sagen, komm, Kinder sind draußen, Rente steht vor der Tür, jetzt geht's Leben richtig los und da ist das ganz vorne dabei. Und auch bei den Jüngeren, auch der Gesundheitsaspekt bei Jüngeren, also nicht nur diese Work-Life-Balance, also gerade die Live-Geschichte, die wird ja immer mehr gefüllt. Und Influencer, das ist mir jetzt auch aufgefallen, seit letztem Jahr ist das ein Riesenthema. Also Social Media ist ein Riesenthema. Selbst die Gerätehersteller, also bei eGym waren die zwei Bachelor, also die letzte Staffel war anscheinend, habe ich mir erzählen lassen, mit zwei Bachelorn. Und ich glaube, diesmal war auch einer da, ja. Und noch einer von irgendeinem Trash-TV-Dings. Also mir hat einer aus dem Publikum erzählt, dass es Dennis und Sebastian waren. Ah, Dennis und Sebastian. Ja, dann war Miki Krause da, der macht, glaube ich, da diesen Tanz, wie heißt denn das auf RTL? Ja, wobei der wenigstens noch mal ehemaliger Bodybuilder ist. Genau, also so, der kommt noch aus dem Sport. Ja, also. Und bei Milon war Ralf Möller, der früher so in Schwarzenegger-Zeiten ein paar Hollywood-Filme abgedreht hat. Auch Ex-Bodybuilder und die Kellers. Alarm für Cobra 11. Der Mark Keller mit seinen Söhnen. Welche ist das also, von denen? Ist es der Kleine? Nicht. Ein paar Hörer werden das kennen. Ja, ich kenne Alarm für Cobra 11, aber ich frage mich gerade, welcher Darsteller. Das weiß ich nicht genau. Der Mark Keller halt. Der ist auch bei Let's Dance. Ich muss leider, ich out mich, ich habe keine Ahnung. Was ist hier gerade? Dafür gab es da irgendwelche TikToker und all. Also, es ist brutal. Also wer auch da Interesse hat, mal so Influencer oder von diesen Reality-Formaten, da Leute live zu erleben, die Wahrscheinlichkeit ist unglaublich groß, in diesen 4 Tagen mit den einen oder anderen zu sehen. Ist hoch, aber Foto machen nur mit Wartezeit. Also wirklich geisteskrank. Ja. Also, wir waren auch an einem Stand von einem Gerätehersteller und dann stand da schon eine Schlange und es war einfach nichts vorne. Mit wem wolltest du Foto? Ich vergessen. Nee, ich wollte mit niemandem ein Foto. Ach so. Das hast du beobachtet? Ja, das haben wir beobachtet. Aha, okay. Wir sind dann auch als Gruppe kurz stehen geblieben, nicht in der Schlange, sondern einfach so, weil wir schon Vermutung hatten, wer da kommt. Also es geht um Ronnie Coleman. Muhammad Ali vom Muhammad Ali im Bodybuilding. Im Prinzip. Mhm. Und Tyson. Also der war, keine Ahnung, bis 2000er oder sowas, stand er noch auf der Bühne, war sehr, sehr gut und erfolgreich. Und dann kam er nach einer Zeit und er ist einfach im Rollstuhl an uns vorbeigefahren. Es war so traurig. Und dann musste der am Ende so 2 Treppenstufen hoch. Gell? Und wie der sich da hochgewählt hat, im Prinzip hat er 3 Minuten gebraucht, bis er die 2 Stufen hochgekommen ist. Völlig fertig hat er sich dann oben hingesetzt. Also, und hinter ihm sieht man aber dieses Bild, wie er steht, so massiv muskulös. Ja, also wirklich echt krass. Also gerne mal googeln Ronnie Coleman, wie der früher aussah und wie er jetzt aussieht. Das ist. Was hat das Bild gekostet mit ihm? Ich glaube, da muss man dann 20 Euro bezahlt, um ein Bild mit ihm zu machen. Und das hat uns dann nachher halt jemand erzählt, den wir da getroffen haben danach. Nicht, dass hier jetzt ein falscher Eindruck entsteht, gell? Ja, ja, hab schon verstanden. Also da werden wir alle... Ich kenne die Bachelor ja auch nur vom Hörensagen. Ja. Ja, aber es ist echt krass. War das bei euch auch so? Zwischen den Hallen sind ja viele Treppen und auch immer an der Seite Rolltreppen. War es bei euch auch so, dass die Treppen fast nicht benutzt wurden? Auf der weltweit größten Fitnessmesse? Ist lustig, gell? Überwiegend, wobei teilweise schon auch die... Also die Treppenrichtung, keine Ahnung, Halle 10.2 oder sowas, da werden sie dann ausnahmsweise benutzt, hatte ich so das Gefühl, weil da der Ansturm dann plötzlich so groß ist und dann sind die Rolltreppen halt voll. Ja. Ne? Aber, ja.
Also vielleicht noch ganz kurz, weil es wahrscheinlich bald am Ende zugeht von der Zeit her, ja. Zu den Trends, die mir noch so aufgefallen sind. Also was wirklich zunehmend ist, ist dieser Bereich BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement. Also alle großen Gerätehersteller hängen sich gerade an Anbieter, die es schon Jahre gibt, die so ein betriebliches Gesundheitsmanagement in Form von Kooperationen, Arbeitgeber, Fitnessstudios, Freibad, Sporthalle und so weiter im großen Stil anbieten, das steigt. Und was ich auch ganz gut finde, weil auch scheinbar aus Unternehmersicht die Wertschätzung der Mitarbeiter dem geschuldet wird. Also ich bin der Meinung, es wird mehr darauf geachtet, dass wirklich auch die Arbeitnehmer gesund sind, dass sie sich wohlfühlen, dass sie da vielleicht auch nochmal so einen Bonus haben zu dieser Tankkarte, der wirklich auch im Fitness-Lifestyle-Bereich liegt. Und natürlich, was das Recruitment angeht, also Fachkräftemangel, wird ja wirklich immer größer geschrieben in Deutschland. Ist natürlich auch immer ein gutes Pro-Argument, wenn du sowas anbieten kannst für jeden neuen Mitarbeiter. Also das ist wirklich ein stark wachsender Markt. EMS, wie erklärt man das am besten? Da gibt es auch in Leonberg Studios dieses Elektrostimulation, sage ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Abkürzung heißt. Elektromagnetisch, oder? Ja, da könnten wir vielleicht auch mal eine Extra-Folge machen, weil der Leon, der hat ja vorher in einem EMS-Studio gearbeitet. Ja. Dann klären wir da nochmal ein bisschen. Ich wollte nur sagen, trendmäßig, also vor Corona war das noch eine halbe eigene Halle, nur EMS. Und das ist auf jeden Fall mengenmäßig, was die Aussteller angeht, zurückgegangen. Ja. Spinning gab es viel mehr Anbieter und viel mehr Action. Das ist ein bisschen weniger geworden, meiner Meinung nach. Und in der Halle 10, bei diesen ganzen Ernährungs- oder Supplement-Stores, ist aufgefallen, dass Discounter wie Aldi und DM stark vertreten waren. Und der Platzhirsch ist eindeutig ISN. Also die haben Tasting-Stationen gehabt, die hatten Fashion, da gab es so ein High-Rocks-Meisterschaften in einer separaten Halle, haben das gesponsert. Also die sind da, glaube ich, ganz weit vorne. Und zu guter Letzt, da komme ich aus dem Staunen echt nicht raus, weil es war auch an dem Fachtag so, dass vor dem TVO stand, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das war wie wenn damals die New Kids on the Block da stehen und die Teenies davor kreischen. Und es ist ein Kleidungshersteller, Fitnesskleidung, körperbetont, zweistöckiger Stand, laute Musik. Die haben irgendwelche Proben runtergeworfen und unten war eine Menge kreischender Frauen, Mädels. TVO, das war Wahnsinn, glaube ich. Ich sehe dich. Ja. Wie passend. Ja, also der Name ist wirklich, muss ich sagen, echt Programm und richtig passend gewählt. Ja. Also Respekt. Okay, dann würde ich sagen, Thorsten. Ja. Noch irgendwas Wichtiges? Oder? Nee, also ich kann nur wirklich jedem empfehlen, im nächsten Jahr ist die FIBO vom 10. bis 13. April, auch wieder in Köln. Also schaut da einfach mal vorbei. Also Köln ist eh eine tolle Stadt, finde ich, immer ein Besuch wert, kann man gut vereinbaren so ein Wochenende. Und schaut früh genug nach Karten. Ich glaube, der Samstag war ziemlich schnell ausverkauft. Schaut früh genug nach Zugtickets. Oh ja, Zugtickets, wenn ihr übernachtet, Hotelzimmer. Also ja. Köln weiß auch, dass da viel los ist. Ja. Also die FIBO-Tickets. Jetzt ist noch das günstigste an der ganzen Veranstaltung. Ich habe spät meine Bahntickets gebucht, werde ich nie wieder machen. Ich wollte gerade schon so richtig drauf rumreiten, Lukas, warum weißt du das so genau? Naja, gut. Okay, also, ganz übel. Dann habt ihr eure Empfehlung für nächstes Jahr, haltet euch also dieses Wochenende frei, 10. bis 13. April und dann belassen wir es dabei für diese Woche. Seid gespannt auf nächste Woche. Nächste Woche Fitnessmythen. Also lasst uns vielleicht, wenn ihr noch einen Mythos habt, gerne auch diesen Mythos noch zukommen. Ja. Dürft ihn entweder an den Flexgeräten auf die Karten schreiben oder per E-Mail an podcast@pro-vites.de. Und dann sind wir gespannt, was von eurer Seite dann noch kommt und werden uns da einfach dann um den ein oder anderen Mythos unterhalten. Super, so sieht's aus. Und kalter Kaffee macht schön, haben wir schon als Mythos aufgeschrieben. Okay. Ich dachte, jetzt. Also, gut, kleiner Teaser. Und dann in diesem Sinne, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bleibt fleißig. Ciao. Tschüss.